Dann geht's los. Guten Morgen. Wir sind Teil der DNA-Community. Das ist das bundesweite Digitalisierung- und Innovationsnetzwerk der AWO. Gegründet haben wir uns Anfang 2021 und mittlerweile sind wir rund 70 Menschen, die sich regelmäßig treffen und austauschen. Frederik. Guten Morgen. Wie läuft's dir? Ja, ganz gut. Ich würde vielleicht noch einmal in die Runde fragen, ob wir ins Quizzen kommen wollen. Ich fand eben diesen Gamification-Ansatz, er hält einen einfach bei der Stange und ich habe festgestellt, anders als bei Zoom oder Teams-Konferenzen bei der Sache zu bleiben. Und dann kam vorhin meine 12-jährige Tochter rein und hat mich sozusagen dabei ertappt und gesagt, Papa, du spielst ja. Und ich sage, nein, das ist alles ernst gemeint, da kommt noch was bei raus. Ich möchte euch gerne einen Überblick geben, wie Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen mit Behinderungen das Internet benutzen. Dann schauen wir uns einfache praktische Tipps an, wie man diese Barrieren beseitigen kann. Die digitale Umsetzung des Events hat mir besonders gut gefallen. Ich finde das Tool einfach super, eben um so eine Verbindung zwischen dem Analogen und dem Digitalen zu schaffen. In verschiedenen Räumen, in denen dann die Events stattfanden. Das fand ich auch super, weil man dadurch gleich auch den Kontakt, also wirklich über die Location mit den anderen Leuten hatte, die dann auch an dem Thema interessiert waren. Ich stelle mir vor, dass zukünftige AWO-Events an dieses Event hier anknüpfen. Ich habe das Gefühl, wir haben hier was komplett Neues geschaffen für die AWO, einen neuen Raum eröffnet. Und ein Zurück geht nicht mehr. Also wir wollen hieran anknüpfen und ja, weiter erkunden, was geht noch in Sachen Digitalisierung.